Wuhu! Willkommen zurück zu Let's Play Pharao! Nach einer etwas längeren Pause, bedingt durch, nun ja, Prüfungszeit, Studium und so, habe ich jetzt endlich Ferien und deswegen kann ich endlich wieder etwas aufnehmen. Und wir widmen uns nun dem Masterbabau. So, fangen Sie an, indem Sie Wohngebiete und Gewerbestätten planen? Klar. Mittlerweile wissen Sie darüber Bescheid, dass was Ihre Bürger neben den grundlegenden Bedürfnissen. Okay, wir bauen erstmal ein paar Häuser. Ja, so einen kleinen Teich. Da haben wir Landwirtschaft. So, halt, na. Nilufer. So. Dann haben wir hier mal einen Häuserblock. Blip. Wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Spieltempo reicht mir 80. So. Kann natürlich jetzt sein, dass gerade durch diesen Zeitraffer, den ich drin hatte, halt noch von der letzten Mission, ja, klar, natürlich jetzt voll vergessen, dass dadurch, ja, jetzt sind wir schon im Oktober, na gut, ist halt irgendwie nicht mehr allzu viel mit Landwirtschaft. Ja, ich brauche trotzdem erstmal ordentlich farmen. Ist die Frage, ob das auf die Distanz. Ich glaube, da klappt das gar nicht mit den Arbeitskräften. Da muss ich die nochmal hier hinsetzen, irgendwo. Da. So. Dann kann ich hier die Arbeitslager hin basteln. So. Er läuft in die falsche Richtung. Vielleicht wieder mit Sperren hier hantieren. Wo sperren? So. So. Natürlich wieder obligatorische Feuerwache, Polizeiposten, Architektenbüro nicht vergessen. Same here. Zack, zack. Zack. Zisternen wären nicht schlecht. Och, geht doch mal da weg. Ich wollte da eigentlich schon nichts. Oh, was steht hier? Eine gute Überschwemmung. Okay. Ach so. Also wir haben dieses Jahr sogar eine geringe Überschwemmung. Kommt im September. Also haben wir sogar noch Zeit. Hä? Da steht, wird eine anscheinend verpasst. Eine Überschwemmung? Okay. Durch den Zeitraffer anscheinend übersprungen. Jetzt geht doch mal weg hier. Leute, ihr lauft in die falsche Richtung. Dann seht ihr es ein. Dat KI. Dann baue ich hier vorsichtshalber die Zisterne und den Bazar. Hier natürlich auch noch die Zisterne. Dann baue ich mal hier. Arbeitskräftemäßig müsste das eigentlich reichen. 20, 20, 20. Und der läuft halt immer noch in der falschen Richtung. Okay. Schon mal vorsichtshalber hier das Silo hin pflanzen. Und Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Oh, in der Nahrung tut sich jetzt eh nicht viel. Andere Möglichkeiten habe ich nicht. Nee. Farm, Kichererbsen und Gerste. Okay, Gerste brauche ich eigentlich jetzt noch nicht. Guck mal, ich kann die Straße hier weiterführen. Passt sogar noch eine Farm hin. Yeah! Hier auch. Man kann nie genug Farm haben. So, was haben sie alle? Jetzt warten wir auf September. Ja, derweil kann ich eigentlich nochmal Häusle bauen. Na, teils habe ich das Architektenbüro in den Weg gebaut. Das ist nicht so schlau. Jetzt geht doch mal alle hier raus. Mensch! Ihr drei, ihr müsst alle hier lang. Leute, so wird das nicht. Komm raus. Du auch, Mr. Feuerwehr Guy. Oh, 500 Menschen. So. Seid ihr allein gesperrt. Okay.
Naja, jetzt ist halt Warten angesagt. Ich kann natürlich einen Zeitraffer machen. Ah ja, gucken. Ah, genau, den ich jetzt fast vergessen. Haha. Die Götter sollen natürlich nicht so stinkig auf mich sein. Deswegen kriegen die jetzt alle mal einen schönen Dämbel. Ne, Osiris hat schon. Ta und Bastet. So. Seid wieder lieb. Oh, okay. Ärgerlich, ärgerlich böse. Ah, muss ich jetzt doch mal. Festplätzchen. Mach ich mal ein bisschen abgelegen. So hin. Da. Da, Festplatz. Zick. Und natürlich entsprechend Dschungelschule. Jetzt habe ich, jetzt weiß ich gar nicht, wo meine Sperre ist. Brauche ich einfach mal hier eine und ein Konservatorium. Wehe, der Arbeitssucher läuft jetzt da. Ach, ich wusste es. Nochmal. Mache ich das dahin. So. Sagt Arbeitslosigkeit. Viel. Okay. Brauche ich mir erstmal keine Sorgen um Arbeitskräfte machen. Kann ich mir noch bei Steuern treiben? Ja, cool. Gerichte kann ich auch. Okay. Warum haben die kein Wasser? Ja, komm, 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 komm. Gut. Ja, das sieht schon besser aus. Vorsichtshalber mal ein zweites Silo bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Ansturm ist. Setz ich mal hier hin. So. Petar ist erzürnt. Gleich mal ein Fest. Mal ein Saufen auf den Guten. Klappt immer. Noch 2 Monate, dann gibt's Raisen. Ich könnte schon mal Töpfergruben bauen. Nee, also Tongruben. Schauen. Ah ja, stimmt, die kamen ja entlang dieses Nilufers bauen. Das ist ja umso schöner. Dann haben wir hier. Lip. Ne? So. So. Und natürlich gleich die Töpfereien dranhängen. So. Sie verwahren Lager. Naja, das habe ich jetzt blöd gebaut. Jetzt muss ich das hier irgendwie. Ach, muss ich das halt hier hin. Nee, egal. So. Hey, das sind viele Erbsen. Lecker Kichererbsen. Nein, ich verbiete mir jeglichen Kommentar zum Wort Kichererbsen. Also bin ich doch raus, Mensch. Leute. Komm ich echt nach Norden? Ja. Keine Ahnung, ob ich mich sowas frage. Wir haben Essen, wir haben keine Bühnen. Das gilt es natürlich zu ändern. Blip. Und hier können wir auch noch einen hin. Eigentlich kann man natürlich auch hier. Ach, jetzt braucht er Arbeitskräfte. Na, die kommen schon noch. Keine Angst. Üppiges Fest. Musikpavillon. Ah ne, das muss eine Kreuzung machen. Okay. So. Was ist denn? So, genau. Na gut, so üppig ist das Fest noch nicht. Wir müssen erstmal alle hier hinlatschen. Ein Mensch kann nur so viel jonglieren und nicht mehr. Wenn es in dieser Stadt nee, auch bloß gut. Noch mehr Künstler wie mich gäbe. Bist du eigentlich jetzt hier so? Nö? Nö? Ihr wollt wohl keine Party machen? Pff, gut. Keine Sicht, ich hab noch eine. Ist gar nicht. Laufen die da hin, wenn man. Ich hab das jetzt einfach mal so am Stadtrand gebaut, ohne Straßenverbindung. Eigentlich funktioniert das doch. Das Ding ist, wenn ich halt hier so eine Kreuzung baue, latschen die dann alle da lang. Wohl, kann die natürlich auch einfach. Mach ich mal eine Straßenverbindung. Mach da hier lang. Dann kommt da gar keiner hin durch die Straßensperre. Hihi, ich bin so genial. Oh, ist da auch die Straßensperre? Ja, die ist dann genau auf der Kreuzung. Super. Nahrungsmittel.
Na, hab ich doch. Ich habe doch gar kein Passar gebaut. Scheiße. Okay. Aber hier, da, das ist doch. Dann wieder erstmal ein bisschen rumverschönern. Nilometer. Gute Schwemmung, das ist schön. Du musst aber auch vorher die Silos leer fressen, gell? Das war das nichts, Leute. Machen wir mal Gärten hin. Komm, wachse, wachse. Ah, jetzt braucht ihr euren Bämbel. Halt es fest. So, jetzt können wir natürlich auch gleich einen Tempel bauen, damit er endgültig von uns überzeugt ist. Ja, das sieht schon besser aus. Hm, okay, die haben immer noch kein Wasser. Das ist halt nicht so cool. Scheint ja echt genau hier an diesem Fleck einfach... Ach komm, scheiß auf das letzte Haus. Kriegt keiner mit, wenn ich da nicht vorbeikomme. Ich mach Feierabend. Verstehe, wer will. Na, jetzt setze ich euch dann natürlich noch eine Statue hin. Die könnte man mit R drehen, ja? Ja, genau. Muss natürlich auch dahin glotzen. Ja, nehmen wir für eine die. Dann nehmen wir mal hier zur Crocodile-Gedächtnis-Statue. Hier können wir auch Platz. Mal den schauen, kann man den strecken? Nö. Machen wir trotzdem mal. So. Okay, das ist irgendwie ziemlich blöd, dass wir jetzt die gesamte Straße verbauen. Nee, das ist Quatsch. Dann baue ich lieber noch eine. Huch! Ah, jetzt kann ich ja Plätze hinsetzen. Okay. Danke. Kommt mir das Spiel ein bisschen entgegen. Umso besser. So. Dann kann ich die Gärten jederzeit entfernen, dann, wenn ich hier was bauen will. Yeah! Die haben immer noch keine Nahrungsmittel. Ja, die Silos gehen auch langsam wieder zu Neige, du. Ob ich da noch ein Feld hinsetze? Ja, kann nicht schaden. Platzhammer. Arbeitskräfte auch. Silos auch. So. Und ja, können wir auch gleich Gerste hinsetzen. So. 4 Felder reichen erstmal. Ich brauche immer eine Weile zum Bier bauen. Also. Ja, die sind alle soweit ausgelastet. Wir haben Töpfermann. Die haben immer noch keine Nahrungsmittel. Wir brauchen. Ah, wir brauchen medizinische Versorgung. Arztpraxis. Apotheke. Da. Naja, können wir auch noch eine Arztpraxis hinsetzen. So. Schauen, haben wir irgendwo Probleme? Nope. Oh, baldige Rückentwicklung. Warum das? Och man, keine Nahrungsmittel. Hier Mimosen. Yeah, 1000 Menschen. Ja, die Stadt wächst und gedeiht eigentlich ziemlich gut momentan. Ist gar nicht, wir brauchen jetzt, glaube ich, irgendwas geräumiges. Geräumiges Wohnhaus. Das kriegen wir durch, ich glaube, durch ein Gericht. So, also halt Bier brauen. Und dann Gerichte, oder? Was gibt's hier? Genau hier. Ja, okay. Ja, ist natürlich noch ein schön genug. Erstmal Platz. Blip. Ja, auch. So. Einmal rundherum. Hm, geht nicht ganz. Ja, doch, komm. Ne? Ja. Super. Nein, Mann, Dudi. Es wollen sie natürlich alle das einzig wahre im Leben. Bier. Also, brauchen wir auch einen. Gott, wo baue ich die denn hin? Ja, dann kann man hier noch hinsetzen. Das ist eh so ein Industriearbeiterviertel. Die wohnen halt. Die waren Champs. Bis auf die. Die haben immer noch Hunger. Aber sie haben bald vielleicht Bier. Und ja, wir wissen ja alle, 2 Bier sind ein halbes Schnitzel, ne? Was ist hier los? Oh, oh. Puh. Okay, in Brauerei zieht das doch ganz schön nach unten. Mach ich mal als Kompromiss einfach hier so einen Pavillon-Garten hin. Hier auch so ein Grünzeug hingeklatscht.
Lip. Und hier Plätze ziehen, wo es geht.